Die Kram WM Arena im Spock bietet mit mehr als 400 Sitzplätzen ein WM-Erlebnis mit Urlaubsflair. Bis zum Finale am 15. Juli werden hier alle Spiele der Fußball-WM auf einer 18 Quadratmeter großen LED-Leinwand mit Surround-Sound gezeigt. Zum Spiel der deutschen Mannschaft gegen Mexiko ist die Arena gut gefüllt. An einem Auftaktsieg des Weltmeisters zweifelt hier niemand. Wir müssen einen Titel verteidigen, ist ja klar. Deswegen hoffe ich einfach, ein gutes Ergebnis. Tipp ist 3-0. Ja, wunderbare Stimmung. Also kann man nicht meckern, nette Mitarbeiter und so. Also eigentlich alles wunderbar hier. Doch jetzt zum Spiel Deutschland gegen Mexiko. Hier eine der wenigen schönen Aktionen durch Werner. Doch die Offensivbemühungen des Favoriten sind rar. Deutschland wirkt gehemmt. In der 34. Minute dann der Schock. Lozano macht das 0-1 für Mexiko. Groß noch einmal an die Latte, doch Chancen bleiben Mangelware. Mit einem 0-1 Rückstand geht es in die Pause. Also irgendwie momentan funktioniert das alles noch nicht so ganz. Aber ja, ich bin trotzdem positiv gestimmt, dass Deutschland vielleicht noch zwei Tore macht jetzt in der zweiten Halbzeit und das Ding dann irgendwie doch noch gewinnt. Nach der Pause wirkt das Löw-Team etwas engagierter. Gomez und Brandt mittlerweile im Spiel, doch Mexiko verteidigt konzentriert. Deutschland zu harmlos, ohne Ideen und ohne Fortune. Die 1-0-Pleite gegen Mexiko ist die erste WM-Auftaktniederlage einer deutschen Nationalmannschaft seit 36 Jahren. Damals ging es danach noch bis ins Finale. Ein guter Grund, beim nächsten Spiel der deutschen Elf in der Kram-WM-Arena im Spock vorbeizuschauen. Zur Erinnerung, am Samstag spielt Deutschland gegen Schweden. Dann hoffentlich mit etwas mehr Durchschlagskraft.